Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. In der letzten Folge haben wir das Dorf unter dem Dorf namens Schlammingen entdeckt. Aber bevor wir jetzt wieder da runter gehen, gehe ich mal kurz auf die Übersichtskarte und nach Aurora. Ja, es gibt zwei neue Gebiete für uns, den verborgenen Hain und Jihads Bauernhof, aber... Na okay, der ist nicht neu, auf dem haben wir das jetzt mal riesen bekämpft. Und Fidget ist mal wieder nicht da. Aber wir wollen erstmal nach Aurora. Hier rein beim Händler. Wie viel Kobalt heute haben wir eigentlich mittlerweile? Materialien. Eine. Okay, vielleicht ist es mal an der Zeit, 4 Kobalt heute zu kaufen und sie ihm zu geben. Wenn wir schon jetzt beim Händler vorbeigucken. Welcome back. Was verkaufst du denn? Ah, das ist nur ganz normal. Okay. Kobalt heute. Hat er jede Menge. Kosten 100 das Stück. Wir wollen 4. Dankeschön. Thank you for coming in. I can almost guarantee your satisfaction. Almost. Toll. Welcome back. Hast du Kinderspielzeug? Do you sell children's toys? Or more specifically, Nimbat dolls? Man wird sich Fidget freuen. A Nimbat doll? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like that in stock. Das ist blöd. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you. Assuming I had the proper materials. Ah, was denn? Let me see. With some cotton, fabric and dye, I'm certain I could make a wonderful Nimbat doll for you. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. Das kann ich mir vorstellen, wenn sie jetzt so sehen muss, wie dieses kleine Etwas eine Nimbat-Puppe knuddelt. What's to feel uneasy about, Fidget? You're adorable. I think I might have him make another fidget doll that I'll just hang on to. Forever. Das macht das dir auch noch Angst. I don't know you anymore. Oh, jetzt ist Fidget aber sauer. Ah, excellent. You brought all the materials. Would you like me to make the doll now? Ja. Wonderful. Now, if your companion will just lie down on this fabric. Oh Gott. Arme Fidget. Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Ameisenbeutler, das ist immer, ich glaube, das ist falsch übersetzt, weil Nimbat, Bett wie Fledermaus eigentlich. Ameisenbeutler. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. Done. See how well I've captured every nuanced curve? Das soll viel. Was hat sie da in der Hand? Keks? Ach du meine Güte. Sei los, still, Dust. See, you can use this to measure your doll. It's perfect. Auch gut. No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen. Und du willst noch Geschäfte machen? Just shut up and make this stupid doll. Oh okay, Gott. Okay. Just give me a moment. Some cotton here, a few stitches there. Maybe a little more cotton up there in the head area? I don't think you're accurately capturing the pure size of Fidget's head. Oh, God. My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. Mir fehlen die Worte hier gerade, aber wirklich. And voila! Another happy customer. And I even had enough material to make an extra one. Oh yeah. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobop, but here we go. Ah, das ist gemein. I'm not talking to you anymore. Okay. Eine bessere Fidget? So hieß die Mission?
Die Puppe ist jetzt fertig. Trotz Fisches absolut furchtbarer Vorlagezeichnung ist sie gar nicht mal so schlecht geworden. Gibt's Mopop im Schlammigen die Puppe? Die will ich mir mal ansehen. Wo ist sie denn? Die Puppe unterscheidet sich fast nicht von der echten Fidget. Wirklich verblüffend. Okay. Arme Fidget. Ich finde sie immer auch süß. Auch wenn sie ziemlich frech ist. So, hier, ich habe Troll heute für dich. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. Okay, was sollen wir jetzt machen? I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, I'll buy them for a high price. Oh. Mission abgeschlossen. Besser als nichts. Was haben wir dafür gekriegt? Keine Ahnung. Jetzt brauchen wir Bestienspeere. Wie viel haben wir denn? 4. Okay, sind wir schon mal auf dem guten Weg dorthin. Und Fidget ist müde nach dieser Puppennummer. Okay, wieder zu den Höhlen. Da, wo wir raus sind. Und dann nach unten nach Schlammingen. Hier bräuchten wir eine Bombe, wo auch immer wir die herkriegen. Kriegen wir aber leider nirgendwo her, sehe ich gerade, oder? Au! Findest du das nett? Mich einfach von hinten zu beißen? Sacken wir mal das Schaf hier ein, so. Wait, did you just... ja, ein Schaf in den Sack gesteckt. Did you just put that thing in your inventory? Ja. What? Okay, then. Ja, dieses typische, ich stecke mir einen Golem in die Handtasche. Oh, da drüben ist was. Das habe ich doch gerade genau gesehen. Ein Schlüssel. Na, Schlüssel sind immer gut zu gebrauchen. Und wieder runter. Hier ist noch ein Schaf. So, dann geben wir mal dem kleinen Mädchen hier die Puppe. Okay, Smobop, here's a fidget doll for you. Better than the real thing. Arme Fidget. Ooh, she's pretty. Here. You can have this. Thanks, Smobop. Bob gave it to me a little while ago. He found it near the surface, I think. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my doll. I love her so much. Okay, wir haben ihr die Puppe gegeben. So, jetzt wollen wir uns mal in Schlammingen umsehen. Wir können das Haus betreten. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Ja, besser ist das. Mit ihr haben wir... Na, sprechen wir nochmal mit ihr. Oder hatten wir gerade ein Level-Up zufällig? Nope. Hallo. Was hast du uns noch zu sagen? I had you pegged all wrong, stranger. Please, talk to the lady. See if you can get our waters flowing again. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir haben sogar EP dafür gekriegt. Was sagt sie? I love my doll. I love her so. Okay, nichts Neues. Erstmal wieder nach oben. Mit den anderen Leuten reden. Hier geht's nur nach unten. Ja, hier ist schon mal einer. Was hast du denn auf dem Herzen? Well, hello there, big fella. Am I hearing the local gossip right? You and your flying mongoose are gonna save our village? Flugmongo. Okay, das war zu viel, glaube ich, für Fidget. What the heck is a mongoose?
Ein Bungo. Sowas wie ein Erdmännchen. Oh Gott. Quiet, Fidget. And yes, you've heard correctly. Is this the way to the lady's chamber? Well, yeah, but I don't think you're gonna fit through this here hole in the wall. We had to close up the passage recently to keep those crazed nematodes from coming out and attacking the village. Was sind Nematoden? What the heck is a nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but you know, I got these fat little legs and they hardly keep me vertical. Ja, und dir rutscht schon die Hose fast runter. Okay. I appreciate the thought, but I'll find another way around. Ja. Here, boy, take this red resonance jam. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself on them spiky rocks and thorns. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? Ach Gott. Ja, ein Keller in einer Höhle. Hey, big fella, what do you say to me serving your flying rat a big old jug of shut-up juice? While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hitting stick? Oh, wir sollten dem nicht... What? Wir sollten dem nicht seinen Schlagstock zurückbringen. You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement and I'm honestly just too gale darn lazy-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks after all. Someone's got to defend this here hole. Ah, okay, wenn er die Monster verschlägt. Right, if I should come across your hitting stick, I'll be sure to pick it up. Solange nicht Fidget damit schlagen will. Ups. Das ist das rote Resonanztor. Okay. Da wollte ich jetzt nicht runter. Jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Und dann haben wir ja hier noch. Was hat sie denn? Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town. Das ist doch so offensichtlich, oder? I stand out that much, huh? Ja. Well, it's been years since I've seen someone like you. And it's been maybe 30 years since I've seen a Nimbat like your friend here. What a treat! Okay, sie weiß, dass Fidget ein Nimbat ist. We don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless, endless gloom. That's endless, forever. Fidget macht sich wieder die Hosen, I'm die sorry. Sie nicht anhat. Look at me going on. My name is Flo Hopp, and my husband Gappy is up there in the pen minding the sheep. Die Schafe, die wir gerade suchen. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. I could always help you find some of that red moss if you like. Wahrscheinlich auch unten im Keller. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave Mudpot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you. Yeah. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Oh, das ist nett. Wir haben einen Ring bekommen. Mit dem wir im Dunkeln sehen können. Meisterring der Wachsamkeit. Ach nee, den hatten wir ja schon. Ah ja, dieser Ring hier. Der verringert unser Glück aber etwas. Den legen wir dann ab an, wenn wir es wirklich brauchen. So, du kümmerst dich um die Schafe, die nicht mehr da sind. Und hier? Oh. Hier ist der Friedhof. Na gut, was hast du uns zu sagen? Well, good evening, young'un. How does anyone know what time of day it is down here? Die haben wahrscheinlich eine innere Uhr. I hear the two of you are helping out Popop. He's in a bad way. Excuse me, my friends. Hope you don't mind, but I gotta get back to searching. Did you lose something? Ja, wahrscheinlich seine Schafe. Actually, I did. I must have left the gate open, because
My flock of sheep seems to have gone astray. I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There's six of them out there somewhere. Believe you me, they're in for a good talking to when I get my hands on them. Okay, wir müssen sechs Schafe finden, also jetzt nur noch fünf. So, dann müssen wir uns erstmal in den Keller trauen, aber bevor wir das machen, erst einmal ein kleiner Cut.